Ja, dann herzlich willkommen zur neuen Folge von The Crew 2. Ich mache heute ein bisschen weiter mit Rallycross, mit Motocross natürlich. Auch wenn da steht jetzt 22 von 25. Ich habe ja Unterstützung. Die Rebbi wird heute mit ein bisschen mitfahren. Hallo. Und ja, gehen wir mal rein in die letzten Rennen. Wir fahren jetzt nach und nach die Dinger da ab, damit ich dann irgendwann die Busse machen kann. Und dann haben wir das auch irgendwann geschafft. So, zumindest haben wir. Sieh an, wer hätte das gedacht? Einladung müsste raus sein. So zum Rennen in die Stadt. Ich freue mich schon drauf, wenn du ihm in den Arsch trittst. Jawohl. Und ihn in seine Wälder zurückjagst. Top 3. Ich bin ein bisschen untermotorisiert, aber schauen wir mal, wie gut wir es auf die Reihe kriegen. Machen wir das Beste draus. Oh Gott. Ich bin ein bisschen auf der Bande gelandet. Ja, ich habe ein bisschen Probleme mit so viel gehabt, so in der vorletzten Folge. Wo es eigentlich nicht schwer war. Aber dann in der letzten Folge haben wir es ja Gott sei Dank mal auf die Reihe gekriegt dann irgendwann. Nee, bei den Motocross-Rennen haben wir das einfach zum Ziel. Eigentlich sind die auch einfach, ja. Es ist so der einfachste Teil. Aber mir fehlt halt so momentan ein bisschen Leistung. Ich hoffe, dass ich jetzt, wenn ich die nächsten Teile drin habe, wieder auf dem. Na, ich würde. Na ja, gut, stimmt, wohl ein bisschen. Aua. Gut, mir. Zu meiden, das ist schon bei Ihnen. Ja. Meistens bei den vierten Mal rennen, muss ich auch mehrere Events, mehrere Mal fahren, mit meinem Auto. Irgendwie viel haben auch tatsächlich viele Leute unter die Folgen geschrieben und alles drum und dran. Es ist ideal, vielleicht Teile mal ein bisschen zu farmen, also ganz sehr aufzufahren und zu farmen. Ein bisschen. So macht man das eigentlich. Mhm. Ja, das wäre jetzt, wenn du nicht da gewesen wärst, oder. Das wäre jetzt die nächste Variante gewesen. Na gut, das Spiel hat einen eingebauten Effekt namens Gummiband-Effekt. Eigentlich bist du relativ schnell wieder dran an den Fahrern, an den Leuten. Wir sehen hier auch das Problem. Hier ist der Fehler jetzt. Die Strecke geflogen. Ich bin hier wieder an den 3 dran. Also dritter. Top 3 müssen wir zumindest erreichen oder einer von uns erreichen. Ich bin dritter werden, ich bin erster werden. Ja, ich bin jetzt momentan Fünfter, habe eine kleine Lücke nach hinten. Ja, die KI macht momentan auch keine Fehler. Das ist das Problem an der Sache. Die legen sich nicht mal eben kurz irgendwo hin oder springen irgendwo daneben.
Fall ist er an sich, dass ich keine Fehler machen. Sehr schön. Glückwunsch. Fünfter. Die war das eine Kuh, hat das Ziel erreicht. Na nein. Da ist Loot. Reicht nicht ganz. Also bis 23 habe ich jetzt. Bis 34. Dann fahren wir jetzt das letzte Motocross-Rennen. Dann haben wir das auch auf 100%. Ne, hier ist noch ein. Oh, hier hat sich noch eins versteckt. Was mir gerade auch. Was mir im Aufwand ist, sind noch zwei Rennen. Das erste. Das habe ich gar nicht mitbekommen, dass ich das nicht geschafft habe. Oder nicht gefahren habe. Einladung ist raus. Dann fahren wir die eben. In den Polen? Eieiei. Ja, das ist das erste von denen. Das ist das einfachste. Hör zu, ich habe ein Rennen für dich. Du willst Zuschauer? Da hast du sie. Dieses Event ist so ungewöhnlich, dass es zu einem Großereignis geworden ist. Alle Top-Fahrer werden da sein. Nur vor einem musst du dich in Acht nehmen. Tucker Morgan. Er redet nicht viel, aber sein Fahrstil spricht für ihn. Also schnapp dir deine Maschine und schlag ihn. Klar? Okay. Das ist mir tatsächlich ein bisschen durchgegangen drin. Interessante Streckenführung. Ich dachte, das wäre jetzt so eine reine Motocross-Strecke, aber das ist ja einfach mal komplett die Stadt hier. Ja. Das ist mal auf jeden Fall was anderes.
Einer hat sich doch zwischen uns gemogelt, aber ich glaube, den anderen habe ich noch gekriegt. Wade! Wade, hier drüben! Wie wär's mit einem Foto von dir und dem Sieger, Wade? Total, ja. So, gibt wieder. Müsste jetzt eigentlich direkt Loot geben. Oder auch nicht. Na, der Sieg zählt. Aber weißt du was noch? Die Strecke. Cutscene. Ob tiefer Wald oder Innenstadt, egal. Wenn es einen Weg gibt, finden wir ihn. Wenn es keine Straße gibt, machen wir sie uns. Im Ernst, wenn du dem Pfad eines anderen folgen willst, bist du hier fehl am Platz. Du machst irgendwas falsch, mein Freund. Doch, da liegt was. Ein Sieg bringt so viele Vorteile und du hast keinen Anteil daran. Es ist keine Schande, wie ein Sieger rumzulaufen, denn du bist einer. Triff die richtigen Entscheidungen und genieße es, solange es anhält, denn das Ende kommt immer schneller, als man denkt. Mhm. Gut, dann haben wir noch eins davon. Und da ist noch ein Teil. Jetzt muss ich aber, wenn ich Glück habe. Jawohl, jetzt habe ich die Vorgabe. Gut. Offroad. Da fehlt noch ein bisschen, bis ich die Dings habe. Da fehlt mir doch die ganze Rallycross rennen. So, Motocross. Dann fahren wir den letzten noch für diese Folge. Und dann machen wir Rallycross. Sieh an, ganz plötzlich eine große Nummer. Ich verrate dir mal was, mein Freund. Alles, was du über Motocross weißt, weißt du von mir. Aber du weißt nicht alles, was ich weiß. Mein Rekord ist also sicher. Und was du da hörst, das ist die Zeit, die tickt bis zu deiner Niederlage. Aber trotzdem, viel Glück. Ah, Zeitschlag, okay. Ist doch mal was anderes. Es ist ja so ein Rally Raid, anstatt so ein Motocross-Rennen. Wir haben die zwei interessantesten Rennen von Sven Ende aufgehoben. Zumindest in diesem Kapitel. Aua! Mich hat's auch gerade kurz in die Wand gehauen. Von Hitze, bei mir keine Wand. Ja, diese Baum, ja. Geschafft ins Auto. Jawohl. Ja, deutlich. 9 Sekunden.
Na, da liegt das Loot. Und dann... Die Sache ist, wenn du dieses Land wirklich verstehen willst, musst du dich voll reinknien. Du musst per Du mit Mutter Natur sein. Fahre querfeldein, wie ich, als ich 17 war. Du wirst merken, hier gibt es so viel mehr als nur die Städte. Mehr als Touristenfallen auf Parkdecks. Du musst hier rauskommen und es dir mit eigenen Augen ansehen. Von Nord nach Süd und von See zu See. Ich erkläre dir mal was. Diese Meisterschaft bedeutet etwas. Sie bedeutet Ruhm, sie bedeutet Sponsoren, sie bedeutet Geld. Viel, viel Geld. Was, wie ich zuletzt gehört habe, jeder gute Rennfahrer braucht. Aber so wie du jetzt fährst, lässt du das ganze Team hängen und holst nicht die nötigen Punkte. Denk dran, was auf dem Spiel steht, wenn du das nächste Mal über die Wildblumenwiese schleichst. Jo. Hier steht sogar noch ein anderer Spieler gerade kurz. Oder stand ein anderer Spieler. So. Kurz die Teile einbauen. Und dann war es das für heute. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, ne? Bis dann. Mhm.